So sieht Heiligabend bei mir und meiner Familie zu Hause aus. Morgens habe ich mich dann erstmal ready gemacht. Bei uns ist Weihnachten eigentlich gar nicht so schick, aber ich liebe es und deswegen nutze ich natürlich die Gelegenheit. Danach haben wir noch schnell auf letzten Drücker den Baum geschmückt, wie wir es jedes Jahr machen, und dann ging es auch schon zum Weihnachtsspaziergang. Früher sind wir immer in die Kirche gegangen, aber seit Corona machen wir einen Spaziergang und dann gibt's Geschenke, die ich, wie ihr seht, auf letzten Drücker noch verpacken musste, bevor es dann das erste Mal in meinem Leben erst Essen vor den Geschenken gab. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was bei euch zuerst kommt. Essen oder Geschenke? Mein Papa, ich und alle anderen haben sich total über die Geschenke gefreut. Besonders über die Socken, die ich jedes Jahr kriege. Und das war's auch schon. Wir haben dann noch den Abend ausklingen lassen und dann ging's auch ab ins Bett.